Jo, ich habe jetzt mal gedacht, ich tue da mal ein Browser-Game spielen. Es ist mir jetzt echt gerade so ein Spass, das nicht wirklich irgendwie etwas, also groß geplant. Ich habe echt noch das Game im Kopf gehabt von früher, von der Schule. Why not? Wieder mal reinschauen. Und vor allem zum Schauen, wie es mit meinem Browser funktioniert. Ob es da überhaupt noch Leute gibt? Keine Ahnung. Um die Zeit? Auch keine Ahnung. Aber man könnte ja mal schauen. Ah, doch, doch, da ist noch jemand. Das erinnert mich sonst so an Aquanox. Wenn man nachher plötzlich ganz allein unterwegs ist. Ich weiß zwar nicht, wie gut die Steuerung mit der Maus bei mir ist. Es scheint irgendwie ein bisschen ein Input-Lag zu haben, aber ich weiß nicht, ob das normal ist. Das kann auch früher schon so gewesen sein. Wir gehen doch ein bisschen Danger Territory. Dann gehen wir lieber wieder ein bisschen weg. Fuck. Der Kaib. Oh, lag. Wie optimiert mein Browser ist jetzt auch nicht klar. Der Grund, warum ich jetzt mal ein Webgame ausprobieren wollte, ist, weil ich jetzt wegen so ein bisschen Lags und so eben eigentlich beschlossen habe, jeweils den Computer runterzufahren und frisch aufzustarten, bevor ich game. Geht jetzt auch nicht so lange, es ist eigentlich okay, mal den Computer runterzufahren. Aber jetzt habe ich noch ein paar Sachen im Hintergrund offen. Andere Webseiten und so noch. Und darum habe ich jetzt kein Real oder kein wirklich forderndes Game spielen wollen. Ich glaube, die rumfliegenden geben die echt noch Sonderpunkte. So ein Boost. Habe aber wirklich Input-Lag gefühlt. Okay, ich kann da mal schön ein bisschen fressen. Ja, die alten Flash-Games gibt es ja nicht mehr in dieser Art. Soweit ich da richtig informiert bin. Ich weiß, früher nach noch Bigon gespielt und so. Und irgendwann musste man dort noch müssen, so eine Extension. Für Browser irgendwie eine Unity Extension installieren müssen. Aber ich glaube, es hat auch sogar irgendwie Battlefield etwas gegeben, wo man auch so irgendwie aus dem Webbrowser aufrufen kann oder so etwas kann. Nicht mehr ganz sicher, aber so Zeug habe ich früher auch noch gespielt. Und eben 1001 Spiele.de und so. Oder Back in the Oh, das ist sicher knapp gekommen. Ach, ich glaube, man schießt die raus, die Pünktchen, wenn man Gas gibt. Oh, du hast mich sicher. Angefangen und gerade gefressen. Und da unten hat man noch ein bisschen Map. Kann man die auch kriegen?
Das hätte schief gehen können. Ich habe einen Nexport, glaube ich. Ha! Gott straft sofort. Ah, verdammt. Ja, wirklich sofort. Jo, wieder ganz viel. Sag ich keine Musik? Oder ah, kann es sein, dass ich die im Browser ausgeschaltet habe? Das ist möglich. Ich schaue halt YouTube normalerweise mit dem Skript und so. Da brauche ich vom Browser keine Musik und es kann sein, dass ich das fix im Code disabled habe. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich könnte nachher mal schauen. Wenn ich renne, pupse ich eins wieder raus. Und okay. Sammeln. Gerade direkt in die Falle, wo auf irgendetwas zu anderen abgehauen, oder? Und gut, vielleicht ist er auf etwas los, dann ist es eine gute Entscheidung. Wieder unsere ausgefallenen Partikel. Fressen. Und da habe ich ein bisschen Lag. Also das ist jetzt wirklich Lag, was ich auch im Game bemerkt habe. Ich weiß nicht, wie das da die Aufzeichnung aussieht. Wenn man einfach mehr hat, ich habe teilweise gemerkt, dass es bei Games, wenn ich spiele, teilweise in der Aufzeichnung ein Lag ist, wo aber, wenn ich auch so gefühlt. Aha. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn man da rankommt. Ah, ja. Also, ich glaube doch, dass das Input-Lag fast ein bisschen normal ist. Ich habe das schon früher so gesehen. Ich kann aber auch mit dem Browser zu tun haben. Jetzt sind wir da ganz außen an der Map. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, wenn man am Rand ankommt. Aber man könnte jetzt wieder ein bisschen ins Zentrum gehen. Okay, man stirbt, wenn man herankommt. Ja, der Lüge ist schon weg mal hier.
Ausgabe. Sehe ich nicht. Scheint nicht so, als ob mein Game irgendeinen Sound ausgibt. Probieren wir das. Sound habe ich nicht. Naja, da habe ich noch Input Lag geführt. Kamikaze-mässig unterwegs. Ah, fuck. Ja. Die Strategie ist nicht aufgegangen. Mit der Disk zu tun haben natürlich. Oh, das ist ein höhere DPI. Da ist noch der Maus umgestellt. So. Nächstes Mal kommen wir besser nicht mehr ran. Ich kann nicht pfeifen. Also, so ein bisschen, aber halt nie wirklich geübt. Und braucht er. Sind wir dann wieder am Osten, am Rand, dass wir dann nicht reinputschen. Sonst... Oi, oi. Oi, oi, oi. Jetzt versucht er mich zu touchen. Sind wir nochmal gerade davor gekommen. Ja, dann gehen wir doch da so ein bisschen Kurs Südwest. Dieser Rekord ist glaube ich so 1000. 600 immer noch ziemlich klein, aber da wird man sicher noch schnell knacken können. Was ich vielleicht dann mal machen müsste, weißt du, wegen der Lags, so in der Aufzeichnung und so, könnte ich mal schauen, ob da echt immer so ungefähr zur gleichen Zeit in der Aufzeichnung das auftritt. Weil dann würde es auch einfach so an der Datenmenge liegen. Und an der an der Festplatte, ich habe keine SSD drin. Aber ich hätte theoretisch zwei Festplatten, ich müsste jetzt mal ein bisschen Speicher frei machen. Und dann habe ich mir noch überlegt, wäre es sinnvoll, mal auf die andere Festplatte zu aufzeichnen. Weil zurzeit habe ich jetzt meine also die Festplatte, die ich darauf aufzeichne, ist gleichzeitig auch meine US. Und eigentlich Hauptplatte. Und das heisst natürlich, von irgendwie generellem OSIO wird die schon ausgelastet. Und von dem her wäre es eigentlich viel gescheiter, die ganzen Writes wegen Aufzeichnung auf die andere Karte zu machen. Selber geschaut, was kommt da auf mich los? So. 800. 850 jetzt.
So, man ist das so ein bisschen, wie sagt man dem, so ein bisschen angesiebelrasselt. Aber es ist jetzt doch keine Elimination daraus entstanden. Wir sind fast wieder bei Alter Glory. Was zwar jetzt auch nicht unbedingt zu glorious ist. Der andere. Zack. Noch gerade können wenden. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht noch nachkommen, aber lieber machen defensiv. So ein ganz kleines Würmchen lohnt es sich noch, richtig einen auf Kamikaze zu machen, weil man das sowieso echt nichts zu verlieren hat. Aber wenn man schon ein bisschen etwas angesammelt hat, will man es jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Der andere ist aber schnell, warum ist das so schnell? Selber geschaut. Oh, verdammt, der Kai. Hei, jetzt hätte ich mich gehabt. Ich glaube, Quality können wir einfach wieder auf euch machen. Wobei, nächste Folge, das lädt ihr euch vielleicht nochmal. Heute nicht mehr. Bye bye.